So, und da sind wir dann auch schon wieder zu. Wenn ich das sagen hätte, wären es weniger. Erstens, wo bist du und warum quatschst du jetzt hier einfach mitten in meinem... Ja. So, ja, wir tun jetzt die Starkerne mal hier rein. Und gucken dementsprechend auch gleich mal, was wir hier Feines machen können. Ja. Schauen wir einfach mal, wenn wir hier so ein bisschen die Starkerne mal auch reinballern. Man sieht, der Rechner fährt auch langsam wieder hoch. Was schon eine feine Sache ist. Aber... Oh. Ja. Schon eine schöne Sache. Alter, wie viele Kerne brauchen wir denn? Kannst du mir nicht erzählen, dass 20 reichen sollen? Okay. Ich bezweifle, dass 20 reichen werden. So wie es aussieht. Ja, haben wir keinen Starkern mehr. Ja, das ist natürlich kacke. Hier ist noch einer. Zwei. Dann hätten wir das bis hier hinten hin fertig. Das sind zwei. Hier sind alle drinne, ne? Ja, hier sind alle drinne. Sind 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alter, was fehlt denn hier noch? Anscheinend fehlen hier noch 13 Starkerne. Okay, aber hier an diesem Computer kann man schon mal gar nichts machen. Gehen wir einfach mal hier ins Control Center. Und schauen einfach mal. Bootsequenz wird abgeschlossen. Bitte warten. Stille Zentralrechner. Interlink her. Okay. Mount Starkern. 21 von 35. Okay. Verbindung zu angeschlossenen Robotern hergestellt. Okay. Fortfahren. Systemprotokolle anzeigen. Starkern Netzwerk ansehen. Protokolle Verteidigungsmodus. Beschreibung aktiviert einen Verteidigungsmodus mit scharfer Munition für alle angeschlossenen Roboter und Geschütztürme. Das Aktivieren dieses Protokolls erfordert eine Systemzurücksetzung. Hinweis, es wurde ein schwerer Fehler festgestellt. Bitte deaktivieren Sie dieses Protokoll und wenden Sie sich an einen Systemtechniker von WarpGo Enterprise, um Hilfe zu erhalten. Ja, dann deaktivieren wir das Ganze doch mal. Alter, Roboter Mods war okay. Weiße eine Bande, okay. Wir sollen jetzt hier irgendeine Bande aus unserem Bereich zuweisen, wer hier hinkommen soll. Das weiß ich aber noch gar nicht. Es fehlen noch 3 Starkerne, wie ich gesehen habe. Ja, an den anderen Rechnern hier können wir gar nicht rumfummeln. Ich denke mal, dass wir hier alle Starkerne erst reinsetzen müssen. Alter, der Anzug sieht schon geil aus. Bin mal gespannt, was das für einer ist. Wie gut der ist. Mal davon aus, dass es ein neuer sein wird. Ja, es fehlen noch 13 Starkerne. Das ist natürlich blöd. Ist eigentlich damit gerechnet, dass wir eigentlich jetzt alle hätten. Aber... ich weiß nicht, wo die anderen noch überall hier rumfliegen. Ich habe mir jetzt aber auch gedacht, dass jetzt alleine nochmal alles zu machen, würde auch zu viel Zeit kosten. Alleine jetzt mit euch nochmal hier überall rumzulaufen und alles nachzugucken, würde etwas zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen widme ich mich dann erstmal einer anderen Mission, komme aber natürlich wieder hierhin. Aber das werde ich dann separat alleine machen. Bis ich die Kerne zusammen habe. Ich weiß nämlich nicht, wo noch irgendwelche fehlen sollen, wo die noch hier überall sein werden. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier dann zum Beispiel im Interstellar-Theater noch welche vergessen haben. Die Bots sind jetzt sowieso aus, also wird es jetzt hier sowieso erstmal... kein Krach mehr geben. Die sind jetzt erstmal abgestellt. Nachdem wir hier sowieso alle ausgerottet haben. So, gucken wir mal auf die Karte.
dass wir zurück. Erstelle Pam-Bericht. Okay. Das ist aber jetzt keine Aufgabe von hier. So. Eliminiere den Warner, plündere in Darkhold. Was? Plündere in Darkhold. In töten. Trifft dich mit dem Team. Baker in Ruin von Quincy beschaffen. Weise, ja. Abfüllanlage in Nuka World. Sichere das Safari Adventure. Sichere das Kitty Kingdom. So, ja, dann werden wir jetzt erstmal hier einiges sichern, ja. Aber das hier haben wir doch schon gesichert, oder? Ich weiß nicht. Oh, er uns jetzt dementsprechend hinführt, wenn wir nochmal dem Fall folgen. Ich weiß nicht, was es hier ist, hier so. Ich weiß nicht, ob die hier so noch ein bisschen Outlast mit in Nuka World eingebaut haben. Okay. Ach so, ja, da müssen wir dann den Fahnenmast hinmachen. Aber da müssen wir uns ja zwischen einem von den dreien entscheiden, richtig? Jünger, Unternehmer, Rudel, ich nehme mal die Jünger. Ach, die Jünger, die Unternehmer. Wir können ja so ein bisschen was rausbasteln. Haben ja noch so ein paar Attraktionen und so. Die müssen sie halt ein bisschen reparieren und können sie hier natürlich wieder ein bisschen Geld verdienen und werden sich dementsprechend bestimmt auch freuen. Oh, schon mal ein cooles Ding. Was haben wir denn hier? Robco Kampfzone. Ja, in der Kampfzone waren wir noch gar nicht. Wollen wir mal da reingehen und gucken, was da abgeht in der Kampfzone. Ich weiß es dementsprechend auch noch nicht. Wir waren da nicht drin, wir haben es ja gerade erst entdeckt. Nice, also die Bots davor, das als Statue sah schon geil aus. Und hier werden wir bestimmt noch ein paar Starkerne finden, oder? Experte. Ah, kriegen wir es auf. So müsste das doch gehen. Ja. Geht doch. Ja, was haben wir denn alles Schönes hier? Was? Abgenutztes Slambrett, ja. Haarbürste. Ja, so ein Prospekt, das haben wir schon in mehreren Ausführungen. Oh. Nochmal 950 Tickets. Hey, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, wenn wir viele davon haben, können wir das vielleicht gegen irgendwas einlösen. 1 Million oder ich denke mal jetzt nicht so viele, aber bestimmt so 10.000, da kriegst du bestimmt so ein Rüstungsteil für oder so, wenn man natürlich jetzt auch hier schon so fast 1.000 Stück einfach cool am Stück findet. Kronkorken. Hat er jetzt, okay, er hat alles mitgenommen. Das ist natürlich nicht so schön. Kleidung. Ja, das war. Nichts Besonderes. Irgendeine Waffe noch dabei gehabt da drin oder was? Das war auf einmal wieder so. Kampfflinte auch weg, die braucht man nämlich nicht. So, haben wir ja ein bisschen Platz. Hier haben wir nämlich auch noch so ein Bündel mit 25 Tickets. Da fliegen auch noch ein paar rum. Was haben wir denn hier? Ein paar Kronkorken. Ordner, uninteresting. Aber dass man hier jetzt auch damit gerechnet, dass wir hier vielleicht noch so einen Starkern bekommen, aber das sieht jetzt nicht so aus. Ja, die müssten jetzt eigentlich alle
lieb sein und dürften uns nicht mehr angreifen, weil die sind alle abgeschaltet. Jetzt hätten wir hier noch ein bisschen Theater gehabt. Oh, ein bisschen Red. Ach, Dose. Patronen. Ja, ich bin ja nicht so der Lasertyp, auch wenn das gegen die Bots sehr effektiv ist. Oh, jetzt brauchen wir schon nicht mehr ganz so viele. Jetzt waren es nur noch 12. Oh, man sieht ja, was hier abgeht, ne? Die sehen schon geil aus. Zeit, dass ich auch mal so einen neuen Bot mache. Ja, der sieht nach ganz klar nach Tod aus. Ich, da. Schon sagen, wie soll ich denn jetzt reinkommen? Ich habe jetzt hier gar keine Tür gesehen. Erstmal schön im Schatten hier. Haben sie die erstmal schön im Schatten gepunkt, die Tür, damit man sie ja bloß nicht so schnell sieht, ne? Nuka Cola. Ja, dann Pistole, tut mir leid, die brauche ich aber nicht. Erkennungsmarken. Okay, Sportbekleidung. Kronkorken. Aber. Schade, kein Starkern. Muss ruhig mal 12 Stück in der Tasche haben können. Ja, es war nur ein Starkern. Oh. Es waren 3, jetzt brauchen wir noch 10. Schön. Ja, gucken, ob wir. Okay, hier geht's nicht durch, da auch nicht. Hier. Auch nicht. Warum geht's denn hier hoch? Also. Ja. Wenn es da überhaupt keinen Weg irgendwie weitergeht. Oder überhaupt irgendwie durch die Tür. Ja. Kampfzonenschlüssel, den nehmen wir. Sir. Ja, bitte. Ja, hier sieht's aber auch aus, ne? Also. Scheinen schon ganz schön viele hier zerfleischt zu haben. Die Waffe kann ich aber, wie gesagt, auch dementsprechend wegtun. Sie greifen uns ja sowieso nicht an. Den Schlüssel haben wir ja sowieso in Täschchen jetzt. Was haben wir hier? Ist natürlich noch einer. Da waren es nur noch 9. Pistole, die brauchen wir nicht. Überfälliges Buch. Waren es nur noch 8. Das ist doch mal richtig geil. Das freut mich doch, dass wir hier auf jeden Fall unterwegs schon mal ein paar finden. So. Geschafft. Auch nochmal eben auf. Was da keine gibt's ja auch nicht. Fummelt er jetzt am Kontrollraum rum. Ich wollte eigentlich mal gucken, was ja so alles am Start ist. Posteingang, was haben wir denn hier? Wie Sie wissen, hat es vor wenigen Tagen einen bedauerlichen Unfall mit einem überarbeiteten Novatron gegeben, der in der Frühvorstellung explodiert ist. Zum Glück konnte unser Sicherheitsglas die Fusionsexplosion eindämmen, aber die nachfolgenden Säuberungen war kostspielig und hätte zu Todesopfern führen können. Als Leiter der Programmierungsabteilung kann ich dies mit gutem Gewissen nicht mehr zulassen. Nachdem ich mit unserem Robco-Personal gesprochen habe, werde ich daher die Anzahl der Vorführungen von 8 auf 6 pro Tag verringern. Hoffentlich wird diese Änderung die Belastung der Roboter verringern und es ermöglichen, auch weiterhin beste Roboterunterhaltung zu präsentieren. Was haben wir hier? Ja. In letzter Zeit haben wir Beschwerden von Nuka World-Besuchern über unseren Novatron- und Galactron-Roboterdarsteller erhalten. Angeblich ähneln diese Modelle stark dem Protektron und Akrisotron von Warpco. Außerdem wurde bemängelt, dass wir nicht wie in der Werbung versprochen spektakuläre mechanische Kämpfe mit brandneuen Robco Prototypen präsentieren. Ich habe mit unserem Warpco-Personal darüber gesprochen und wir sind der
einhelligen Meinung, dass es von uns derzeit keinen Kommentar dazu geben wird. Sollten Sie eine derartige Beschwerde erhalten, erstatten Sie den Ticketpreis nicht zurück, sondern fordern Sie die jeweilige Person auf, ein Beschwerdeformular einzureichen. Sie erhält dann innerhalb von 12 bis 18 Wochen von uns ihre Rückerstattung per Post. Okay. Denken Sie daran, dass alle internen Nachrichten rasch zu beantworten. Wir sind alle bestürzt über den unerwarteten und ziemlich brutalen Tod von Tim Witherstone, einem Techniker, der seit der Eröffnung der Attraktion im Jahr 2072 bei uns gearbeitet hat. Laut den Ergebnissen der offiziellen Untersuchung durch die Polizei von Bradburton ist Tim durch einen Unfall ums Leben gekommen. Daher wurde die Battlezone und Wapco von jeglicher Haftbarkeit freigesprochen. Denken Sie bitte daran, dass unsere Roboterdarstellung mit scharfer Munition ausgerüstet sind und in der Arena eine abgeänderte Version ihrer ursprünglichen Kampf-KI verwenden. Aus diesem Grund ist der Zugriff auf sie streng verboten, solange sie keine Reparatur oder Wartung autorisiert und die Energiequelle des Darstellers vollständig entfernt wurde. Danke für ihr Verständnis. Da wurde dann schon einer platt gemacht. Ja, sich wohl nicht daran gehalten, was ihnen gesagt wurde, an den Vorschriften. Und dann hat Zoom gemacht. Ja, von hier kommen wir. Da ist irgendwo da hinten drin. Wie komme ich denn da rein? Okay, hier war ich dann dementsprechend schon okay. Ich schütze und diene. Dann schütz und dien mal, aber, ne? Gebe ich ihnen aber recht, also an den Bots gibt es jetzt nichts so extreme Änderungen oder Neuerungen. Vielleicht ein bisschen mehr Schutz, aber so stylisch aussehenmäßig absolut nicht. Die sehen sich da tatsächlich zu 100% ähnlich. Okay, 100% nicht, 99,9%. Aber so ist das. Da haben sie sich dann schon nicht gerade viel einfallen lassen. Aber hier scheint auch nicht mehr zu sein. Ich könnte mal einen anschießen, dann bin ich auch tot. Ja, von hier sind wir vorhin gekommen, das ist dann einfach andere Seite. Aber ein paar Camps stehen hier noch rum. In den Terminal. Ich weiß nicht, ob man die dann da noch separat abschalten kann oder was. Schachtel kippen, Löscher. Aber hier scheint's jetzt keine Starkerne mehr zu geben. Leider. Souvenir, Spielzeugautos, ja, da haben sie auch großartig nichts gemacht. Oh, was haben wir hier? Ein Starkern, haben wir doch noch einen einzigen gefunden. Ja, aber Wachbordmodell, die nehme ich mal mit. War schon ein paar zu Hause, ein paar Ausstellungsstücke. Ja, dann oh, da war noch einer. Protektron. Okay, gehen wir jetzt woanders hin. Es wirkt jetzt für mich so, dass wir jetzt ein bisschen tiefer reingehen ins Gebäude. Das wäre natürlich nice. 7 Kerne haben wir nämlich. Oder brauchen wir jetzt noch? Okay, wir sind jetzt doch rausgegangen. Aber wir sind irgendwo anders hingekommen, ne? Jetzt waren es nur noch 6 Kerne. Ja, aber wir sind schon an einer Stelle rausgekommen, wo wir anscheinend noch nicht. Nuka-Cola verkündet mit Stolz die große Quantum Fire. Wo wir jetzt so großartig noch nicht waren. Und probieren Sie unsere neueste, umwerfende Geschmacksrichtung. Weil wir mir gerade noch einen Starkern bekommen.
Und ich bin wieder natürlich überlastet. Ja, mit dem müssen wir uns ja dementsprechend nicht mehr anlegen. Die sind schon ruhig. So, ja, wir sind trotzdem überlastet. So, jetzt natürlich nicht mehr. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Part von Let's Play Fallout 4 Nuka World. Ja, aber diesmal habe ich mich, oder wie gesagt, werden wir uns etwas anderem widmen. Ich möchte jetzt hier nicht nochmal großartig viel rumlaufen. Wir haben ja jetzt eigentlich viele schon gesehen. Ich werde jetzt gucken, dass wir erstmal diese Gebiete hier sichern, die noch offen sind. Und ja, auf einen blicken wir schon, das ist irgendwo da. Dafür müssten wir aber natürlich, denke ich mal, sowieso raus hier. Und ja, da werden wir uns jetzt hinbegeben. Wir werden diese Zone jetzt erstmal sichern. Das wird schon schwer genug. Ja, haben wir natürlich noch ein paar Steampacks, aber ja, dieser Wet-Ausschlag, den wir da schon haben, das ist schon nicht wenig. Müssen wir, ich weiß nicht, ob wir dementsprechend dann auch, oder ob wir dann hier auf das Was ist das denn? Zum Glück können wir so viel schießen. Was, da kommt noch was? Ja. Alter, wie schnell ist das Ding? Alter, wie schnell sind denn diese Kackwürmer? Ich wollte gerade ein Ende machen und so. Alter, die sind aber nice. Aber die sind auch richtig kackenschnell. Das muss man schon. Harpunkanone. Steckt das Ziel in Brand und verursacht 15 Schaden. Chromkorken, Blutwurm, Fleisch. Die Harpunkanone, die werde ich Ihnen jetzt außerhalb des Let's Plays noch zugeben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal von Let's Play Fallout 4.